das wohl schön aus. Jetzt mit Blüten. Und die Blüten sind so lecker. So, so lecker. Überall ist hier blühender Bärlauch. Eine, zwei warten da schön. Irgendwas kommt da. Naja, schauen wir mal. Ich sehe noch nichts. Seht ihr was? Suki sieht irgendwas. Schaut, überall ist Bärlauch. Blühender Bärlauch. Und bald kommt man nicht mehr dran, weil dieser japanische Knöterich wächst. Wie Unkraut. Aber den können wir auch essen. Also ist ein Gottesgeschenk. Erst der Bärlauch, erst das Schaboxkraut, dann der Bärlauch, dann kommen die Brennnesseln. Aber hier gerade der Giersch. Was noch fehlt, ist die Vogelmiere. So richtig schöne Stellen für Vogelmiere habe ich gerade noch nicht gefunden. Und was auch noch mega lecker ist, was ich hier aber auch nicht so sonderlich viel finde, ist die Melde. Sobald ich welche finde, das dauert wohl noch ein bisschen, zeige ich euch auch die Melde. Ist wie ein ganz leckerer Spinatsalat. Ja, und was ich auch wieder ganz viel geerntet habe, sind Brombeerblätter, und zwar die frischen. Also Suki, da kommt nichts. Ich finde, du hast dich vertan. Aber sie guckt immer noch. Passt auf. Warte, damit euch nicht schwindelig wird, mache ich das ganz langsam. Da, sie guckt immer noch. Nee, so langsam beruhigt sie sich. Jetzt ist der Geist verschwunden. Okay. Ich sammle weiter. Ich stink schon ganz schön, wie so eine kleine Knoblauchzehe. Es ist herrlich und gibt einem ein ganz gutes Gefühl. Das hier ist... was sind denn das für Blätter? Ist das jetzt? Nee, ist nicht. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht. Ich habe gerade gedacht, das ist Weißdorn, aber stimmt nicht. Da sind ja keine Dornen dran. Komisch. Ich gehe nochmal nach oben. Ich liebe das, in den Himmel zu gucken durch Blätter und Bäumchen und Äste. Ach, was schön. So, und jetzt seht ihr das. Ich glaube, er heißt nicht asiatischer Knöterich, sondern japanischer Knöterich. Es gibt dieses asiatische Springkraut. Das habe ich jetzt aber noch nicht aufgenommen. Ah, guck mal, da sind noch so viele schöne Blüten zwischen. Und ich glaube hier, das ist jetzt der japanische Knöterich, der jetzt unsere gesamte Vegetation, guck mal, meine Hunde, man sieht sie gar nicht mehr, niederweist. Da kommt sogar unsere Brennnessel nicht gegen an. Das ist der Hammer. Ich werde ja jetzt hier öfter in den nächsten Wochen noch wieder lang gehen. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet diesen Weg nicht wiedererkennen. Aber ihr kennt das bestimmt aus eurer eigenen Umgebung. Dass dieser Knöterich echt, der walzt alles nieder. Und das Einzige, was in mir gnädig stimmt, ist, dass man halt seine Blätter essen kann. Natürlich kann man auch die anderen Blätter essen, aber ich bin ja, wie gesagt, ne, wie schon öfter gesagt, so ein kleines Weichei. Und deswegen mag ich lieber diese zarten, jungen Triebe. Ja, genau. Nach dem Bärlauch jetzt schon sehr interessant. Bärlauch ist einfach schmackhafter. Aber dieses Jahr mag ich den Knöterich auch sehr, sehr gerne. Ich habe mir mal von irgendeiner Kräuterfrau sagen lassen, dass der sehr gut bei Borreliose-Symptomen hilft. Genauso wie Bärlauch, genauso wie alles mögliche andere. Aber eben ganz speziell auch dieser Knöterich. Ja, da oben war ich gerade. Es wird immer schwieriger. Dadurch, dass das so trocken ist, rutsche ich immer mehr weg. Aber ich war schon ziemlich erfolgreich. Wollte mal gucken. Pass auf, wollte mal gucken. Muss mal eben aufmachen hier mein Täschchen. Da sind ganz viele Blüten drin. Jawohl. Man kann natürlich auch die Knospen nehmen. Ja, man könnte die auch noch im zuen Zustand nehmen. Aber irgendwo hört dann die Pflückbereitschaft bei mir auch auf. Ja, schmeckt alles gut. Macht's gut!